Hallo Lieben und willkommen zurück zu diesem neuen Video. Diesmal wieder ein Erklärvideo, denn es wurde Zeit, mal wieder ein Acrylic Pouring zu machen. Dieses Video selbst zeigt nicht den Pour, sondern ich möchte euch hier nochmal zeigen, wie ich die Farben für das Pouring anmische, denn das gibt immer noch sehr viele Rückfragen von euch und Fragezeichen in den Köpfen der Leute. Da möchte ich euch das einfach nochmal kurz erklären. Zunächst einmal, wenn ich mich für das Pouring vorbereite, ich persönlich mische immer Farben in größeren Mengen. Das sind einfach große Plastikbecher, da passt ein Liter rein, haben einen Deckel und so kann man die Farben sehr einfach, sehr gut vormischen. Habe ich jetzt hier mit unserem Gold auch schon mal gemacht. Und das mache ich immer zu einer Konsistenz, ich hoffe ihr könnt das dann sehen, wie warmer Honig. Also die Farben sollten von eurem Rührstab laufen, ohne zu kleckern, ohne zu tropfen und sich auch nach einer Sekunde direkt mit der Farbe in dem Becher wieder verbinden. Das ist die Konsistenz, mit der ich immer am liebsten arbeite. Und Vorteil von größeren Mengen ist zum einen, dass ihr nicht immer wieder neu mischen müsst in kleineren Mengen. Wenn ihr mehr Farbe braucht, als ihr gemischt habt, in kleineren Bechern könnt ihr hier einfach nachschütten und habt immer etwas auf Vorrat. Und auch bei jedem Mischen werdet ihr Bläschen in eurer Farbe haben. Wenn ihr größere Mengen mischt und das einige Tage stehen lässt, werden die Bläschen alle nach oben steigen und auch verschwinden und eure Mischung ist quasi besser, als wenn ihr frisch mischen würdet. Von der Konsistenz her kommt es auf euren Geschmack drauf an. Also ich habe es wie gesagt immer am liebsten so, wenn ihr die Farben etwas dicker anmischt, werden sie langsamer über die Leinwand laufen. Ihr habt also etwas mehr Zeit, werdet aber auch mehr Farbe brauchen und die Farbe an den Rändern rollt entsprechend auch mehr auf die Unterseite. Die Farbe selbst auf der Leinwand ist ja wie eine Walze, das heißt die Seiten rollen dann nach unten. Je dicker die Farbe ist, desto mehr wird das passieren, außer ihr macht eine untere Farbschicht auf die Leinwand und macht den Pour dann darauf. Dann verhindert ihr das ein bisschen. Ansonsten, wenn ihr die Farbe dünner anmischt, dann wird sie etwas schneller laufen, es verzieht euer Muster aber auch ein bisschen mehr. Das kommt immer darauf an, was ihr erreichen möchtet. Wichtig aus meiner persönlichen Sicht ist auf jeden Fall, dass wenn ihr einen Pour macht, dass alle Farben, die ihr für diesen Pour benutzt, ungefähr die gleiche Konsistenz haben. Denn wenn eine Farbe sehr viel dicker ist als die andere, wird diese langsamer laufen als die dünnere Farbe und somit habt ihr absolut keine Kontrolle mehr darüber, was eure Farben auf der Leinwand tun und es wird für euch höchstwahrscheinlich schwierig werden, ein Muster zu bekommen, was ihr euch vielleicht vorgestellt oder gewünscht habt. Soweit vorneweg. Ansonsten von der Mischung selbst habt ihr viele verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich nehme immer, und das haben wir alles bei uns auf der Homepage, das Floatwell und unser Fleury Pouring Medium. Ich mache da immer einen Mix draus, also ungefähr die Hälfte des Bechers mache ich mit dem Floatwell voll. Dann nehme ich die Farbe der Wahl, mit der ihr puren möchtet. In diesem Falle ist es ein Kobaltviolett, also ein wirklich dunkles Violett. Und hier nicht erschrecken, wie ihr sehen könnt, ist die Farbe in dem Quetschi sehr, sehr dunkel. Ich hoffe, das erkennt ihr. Die wird, wenn ihr die Mischung anmischt, viel, viel heller werden. Dabei nicht erschrecken, das ist normal, denn das Pouring-Medium, was ihr hier benutzt, also das Floatwell und unser Pouring-Medium, die sind ja milchig weiß. Das heißt, die werden das Ganze etwas aufhellen, aber sobald eure Mischung dann auf eurer Leinwand getrocknet ist, wird das Ganze dann wieder komplett durchsichtig und nimmt die Farbe an, die es hier auch im Original hat. Ich war persönlich auch noch nie ein Fan von Rezepten. Beim Backen kann das ganz nützlich sein. Aber ich sehe hier nicht unbedingt die Notwendigkeit bei der Mixtur. Also nicht 50% davon, 20% davon, 3% davon und dann noch ein Schluck Wasser. Habe ich nie wirklich für relevant gehalten. Kann man natürlich machen. Ich persönlich gehe immer auf die Konsistenz. Also ob ihr am Ende mehr von der Farbe benutzt, um die Konsistenz zu bekommen, oder mehr von dem Pouring-Medium, mehr von dem Wasser, ist eigentlich euch überlassen. Wichtig ist, dass ihr eine genügende Pigmentlast in eurer Mischung habt, also jetzt nicht unbedingt an der Farbe sparen, dass da die Pigmente zu dünn verteilt sind. Das werdet ihr vielleicht in der Mischung selbst dann nicht sehen, weil die Farbe ja trotzdem da ist. Aber wenn sie dann auf der Leinwand trocknet, wird natürlich die Pigmentlast entscheidend sein, wie gut oder schlecht bestimmte Farben zum Vorschein kommen.
Ne? Habt ihr also zu wenig Pigmente drin, werden höchstwahrscheinlich dann Farben, die dunkler sind oder mehr Pigmente in eurer Mischung haben, überwiegen und ja, die Farbe verdrängen. Oder die Farbe wird so schwach trocknen, dass die anderen Farben durchscheinen. Kann man auch machen, je nachdem, welchen Effekt ihr erreichen möchtet. Ich persönlich habe immer gerne eine hohe Pigmentlast, damit mein Ergebnis dann auch entsprechend vom Muster und Design so aussieht, wie im nassen, gepurten Zustand. Ne? Zwar dunkler und alles drum und dran, was dazu noch zu beachten ist, aber dass das Muster selbst so bleibt, wie es gepurt aussieht. Praktisch zum Mischen finde ich auch solche handelsüblichen Silikon-Spatel. Eigentlich aus der Küche, also ist eigentlich aus der Kochabteilung, aber das macht ja nichts. Kann genauso gut auch für die Kunst verwenden. Und das Schöne ist, man kann ihn immer wieder verwenden. Deswegen ziehe ich sowas, gerade bei größeren Mengen, Holzstäbchen immer vor. So, am Anfang schon mal verrühren, um zu sehen, ob die Pigmente, also die Farbe, die wir hinzugegeben haben, auch soweit gut aussieht, ob das reicht, ob es dunkel genug aussieht und ob sich alles auch so verbindet, wie wir uns das wünschen. Da sollte es bei unseren Farben auch keine Probleme geben. Die verbinden sich immer sehr gut mit entweder unserem eigenen Pouring-Medium natürlich oder auch mit dem Floatable. Das geht problemlos. Ist hier auch komplett egal, ob das normale Acrylfarben sind oder ob das die Metallic-Farben sind. Funktioniert beides gleich. So. Danach fügen wir unser Flurry-Pouring-Medium hinzu. Das ist etwas dünner, muss man also auch beachten, dass es die Mischung insgesamt etwas dünner macht. Viele Fragen kommen zum Beispiel auch, ob man nicht einfach nur Farbe und Wasser benutzen könnte. In der Theorie würde das schon funktionieren, allerdings mit Risiken. Ihr müsst euch vorstellen, dass die Farbe Bindemittel hat, die die Farbe an sich zusammenhält. Wenn ihr jetzt nur Wasser hinzufügt, bekommt ihr zwar die Konsistenz, die ihr haben möchtet, aber die chemische Bindung innerhalb der Farbe wird durch das Wasser geschwächt. Das heißt, die Farbe hat weniger Kraft, sich zusammenzuhalten. Das heißt, es kann dann passieren, wenn ihr den Pur gemacht habt, dass die Farbe euch mehr oder weniger zerfällt. Also, dass sich kleine Risse bilden oder Flöckchen bilden und sich das Wasser und die Farbe so ein bisschen trennen. Das kann alles passieren. Deswegen empfehle ich immer einen gewissen Grad an Bindemitteln zu benutzen, also entweder ein Pouring-Medium oder auch das Floatable, damit ihr genügend Binder in euren Farben habt, damit eure Farben auch stabil bleiben und sich nicht zersetzen oder zerfallen. Das heißt, nur Farbe und Wasser würde ich eigentlich nicht wirklich empfehlen, auch wenn die Konsistenz vielleicht am Ende stimmt, aber entsprechend aus diesen Gründen, dass die Farbe auch stabil bleiben soll. Und das Ganze mache ich immer nach Augenmaß. Also ich habe wie gesagt kein Rezept, ich gehe immer nach ungefähren Mengen, weil die eine Farbe ist etwas dicker als die andere. Also gerade diese Farben sind von der Konsistenz her dicker als manch andere Farben, die man vielleicht bekommt. Danach muss man immer gehen. Und dickere Farben machen die Mischung natürlich insgesamt dann auch dicker, als wenn man wässrigere oder dünnere Farben hineinmischt. Danach muss man entsprechend dann schauen und sich an der Konsistenz orientieren. Habt ihr eure Mischung zu dünn gemacht, einfach noch ein bisschen von dem dickeren Medium hinzuschütten. Also wenn jetzt das Floatable zum Beispiel das dickste Medium ist, dann davon. Ist eure Farbe das dickste Medium, was ihr benutzt, dann etwas mehr von der Farbe. Und dann bekommt ihr das alles relativ einfach und schnell hin. So, hier seht ihr jetzt zum Beispiel, dass die Farbe noch etwas dünner ist, als das Gold zum Beispiel gewesen ist. Deswegen einfach nur ein bisschen von dem Lila mit dazu. Wie ihr sehen könnt, ist die Farbe auch von der Konsistenz her sehr dick. Das heißt, man kann damit relativ schnell und einfach alles gut anpassen. So, und das mache ich dann im Prinzip so lange weiter, bis ich alle Farben, die ich brauche, habe. Oder ihr mischt euch alle Farben vor, die man so haben könnte. Dann seid ihr einen Vormittag lang beschäftigt, aber habt dann die nächsten Monate keine Arbeit mit Mischen mehr. Also ihr könnt noch die großen Flaschen benutzen, wenn ihr viel Farbe benötigt, also größere Pours macht oder sehr viele Pours macht, dann könnt ihr die auch nehmen. Ist natürlich praktischer, kann man
ja, einfacher lagern als jetzt die Quetschis. Die kann man schön gestapelt im Schrank hinstellen, je nachdem, was ihr möchtet. Auch noch als kleiner Tipp, wenn ihr diese Methode benutzt und euch die Farben vormischt, was passieren kann, wenn ihr die Farben gerade lange stehen lasst, nicht benutzt, ein halbes Jahr oder ähnliches, dann kann es passieren, dass sich die Farben trennen. Dann habt ihr halt verschiedene Schichten, wo obendrauf noch eine Art Wasser oder durchsichtiger Bindemittelstoff, wenn es mal so ist. Auch ganz normal, ist nicht schlimm. Einfach dann alles nochmal schön umrühren, vielleicht nochmal kurz stehen lassen, damit sich die Bläschen wieder raus begeben, und dann kann das alles genutzt werden, als wenn es frisch angerührt wäre. Wichtig allerdings, dass ihr mal einen Deckel drauf habt, damit die Farben nicht eintrocknen. Ganz logisch. Und das war es prinzipiell auch schon gewesen, was es zu dem Farbenmischen zu sagen gibt. Tastet euch heran, je nachdem, welche Farben ihr benutzt, welche Mittel ihr benutzt. Mit unserem Equipment, wie gesagt, ist das immer meine Herangehensweise. Aber wir wissen ja auch, dass es Unmengen verschiedene Puring-Medien mittlerweile auf dem Markt gibt. Alle mit verschiedenen Versprechungen und Halbwahrheiten. Also geht am besten nach eurem Gefühl, nach eurer Konsistenz, mit der ihr am liebsten arbeitet, und das am Ende beste Ergebnis bekommt. Weil darauf kommt es ja letztendlich für uns alle an. Also ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video nochmal etwas helfen. Wenn noch Fragen offen sein sollten zu dem Warum, Wieso, Weshalb, einfach in die Kommentare schreiben, wie immer. Wir sind da gern für euch da und beantworten euch die Fragen oder machen nochmal ein ausführlicheres Video, um euch das Ganze genauer zu zeigen, zu erklären oder was immer vielleicht die Fragen noch offen sein könnten. Und würden uns natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben dazulassen. Abonniert unseren Kanal, um auch die zukünftigen Videos nicht zu verpassen. Und wenn ihr Wünsche habt zu bestimmten Puring-Farben, Mustern, Techniken, was auch immer ihr vielleicht noch nicht bei uns gesehen haben solltet auf dem Kanal, auch in die Kommentare schreiben. Da mache ich dann auch gerne ein Video dazu für euch und versuche etwas Schönes zu zaubern. Also dann viel Spaß beim Kreieren, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!